Ja, wir fahren wieder in den Sonnenuntergang. Also 7 bis 8 Stunden Verspätung sind einmal fix. Hallo, wunderschönen guten Morgen heute hier aus Südafrika. Wir sind hier in Kapstadt am Bahnhof und da geht es jetzt dann gleich rein, denn wir werden heute hier von Kapstadt bis nach Johannesburg mit dem Zug fahren. Und ich bin auch nicht allein, denn mit mir sind nämlich, wo sind sie? Die Melanie und der Jürgen ist irgendwie da hinten. So. Die sind auch mit dabei und wir werden zu dritt mit dem Zug, mit dem Schoschulosa Mail nach Johannesburg fahren. Wie es da drinnen aussieht, wie man mit diesem Zug reist, das werden wir uns gleich anschauen. Wir haben die Tickets schon im Vorfeld organisiert übers Internet. Die werden wir jetzt gleich abholen, dann holen wir uns noch ein paar Snacks und dann geht's mit der Reise auch schon los. Hallo! So, wir sind mittlerweile im Abteil und wir haben es jetzt ca. 10 Minuten vor 10. Das heißt, in 10 Minuten fährt der Zug ab und dann sind wir ca. 26 Stunden unterwegs. Denn morgen um 12.16 Uhr sollten wir dann in Johannesburg sein. Ca. 1530 Kilometer sind es bis dorthin und die Reise, die führt durch unterschiedliche Landschaften, wie zum Beispiel auch die Halbwüste Karoo. Und ich bin schon echt absolut neugierig, was es hier vor dem Fenster dann zu sehen gibt. Ja, wie man sieht, sind wir da recht langsam unterwegs gerade. Es geht in gemütlichem Tempo. Wir sind gerade einmal 2 Stunden von Kapstadt entfernt. Wir sind gerade einmal aus der Stadt rausgefahren und jetzt geht es hier durch abwechslungsreiche Landschaft. Wir sehen hier Weinberge zum Beispiel und die wichtigsten Fernverkehrsstrecken hier in Südafrika werden mit Schoschulosa-Mail-Zügen bedient. Das heißt, es sind Fernzüge, die hier zum Beispiel zwischen Kapstadt und Johannesburg mehrmals in der Woche fahren, aber auch andere Strecken wie zum Beispiel Richtung Port Elizabeth oder Durban bedienen. Total praktisch hier, man kann nämlich in diesen Schoschulosa-Mail-Zügen ein Viererabteil zum Beispiel auch zu dritt belegen. Das heißt, man ist dann unter sich, wenn man da vielleicht einfach nur gemeinsam reisen möchte. Und noch ein Tipp, hier oben sind die Betten um einiges schmäler, als sie dann unten sind. Also wer ein bisschen an Platz braucht, sollte dann eher unten einchecken, wo Jürgen und Melanie gerade sitzen. Und die Betten übrigens, die sind ziemlich genau 1,90 Meter lang. Das habe ich auch bereits ausprobiert. Das ist wichtig für große Menschen. Es gibt auch Steckdosen hier herinnen. Das ist vielleicht für jene wichtig, die ihr Smartphone aufladen wollen oder ihren Laptop. Auch wenn die Schoschulosa-Mail-Züge als sehr sicher gelten, sollte man in der Nacht unbedingt das Abteil abschließen. Das untere Schloss können die Schaffner jederzeit wieder öffnen
Oben kann man allerdings einen Bügel vor die Türe legen, damit sie nur einen kurzen Spalt geöffnet werden kann. Klasse, dass ihr bereits wieder das ganze Abteil in ein Schlafwagenabteil umfunktioniert worden ist. Wir haben nämlich da jetzt bequeme Kissen bekommen, wir haben Bettdecken bekommen und alles. Das heißt, man kann es jetzt hier gemütlich machen und kann in die tolle Landschaft raus sehen, denn wir fahren jetzt wirklich mitten durch die Halbwüste, durch die Karoo. Schauen wir mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt 17.45 Uhr und das heißt, wir haben ein bisschen Verspätung. Ungefähr eine Stunde Verspätung haben wir mittlerweile, denn in Mattisfontein sind wir irgendwie nicht so schnell weitergekommen, wie wir das eigentlich wollten. Wir haben einen Gegenzug abgewartet und dann sind wir noch ewig im Bahnhof gestanden. Ja, jetzt geht es aber hier durch die Karoo-Halbwüste recht flott weiter und ich hoffe, dass wir hier noch ein bisschen Verspätung aufholen. Die Schaffnerin, die war auch gerade vorhin da, hat uns gesagt, dass der Speisewagen fürs Abendessen offen ist und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wir haben nämlich schon ein bisschen Hunger und wir werden da jetzt dann gleich einmal nach Sonnenuntergang in den Speisewagen gehen. Endlich, wir fahren wieder, denn eigentlich sollten wir hier in Klerksdorp schon um 8.26 Uhr sein. Mittlerweile haben wir es kurz vor 15 Uhr, das heißt, wir haben über 6,5 Stunden Verspätung. Ehrlich gesagt, so etwas habe ich bisher auf meinen Zugreisen noch nicht zusammengebracht. Ja, irgendwie war ich etwas zu voreilig, denn unsere Zugreise dauert noch etwas länger und mittlerweile geht im Speisewagen auch schon das Essen aus und es gibt hier jetzt mittlerweile so die letzte Wurst sozusagen für jeden Fahrgast, eine noch oder eine halbe, um genau zu sein. Wir haben es mittlerweile gegen 18 Uhr und wir sind noch immer nicht in Johannesburg und es wird mittlerweile prognostiziert, dass wir um die 9 Stunden Verspätung haben werden. Ja, wir fahren wieder in den Sonnenuntergang. Im Schoscholosa Mail 26 Stunden von Kapstadt mit dem Zug nach Johannesburg. So war zumindest einmal die Idee. Insgesamt sind es jetzt 34 Stunden, wo wir im Zug sind. Es ist mittlerweile wieder Nacht, aber die
Lichter der Vororte von Johannesburg sind bereits zu sehen und wir hoffen, dass wir jetzt doch einmal bald ankommen. Wir müssen heute nämlich noch unseren Suzuki Jimny übernehmen, denn wir fahren morgen dann gleich nach Lesotho weiter. Und das ist jetzt gar nicht so einfach, denn zum einen müssen die auf uns warten, dass sie uns das Auto übergeben können. Zum anderen ist es wirklich alles andere als sicher, hier mitten in der Nacht mit dem Auto durch Johannesburg zu fahren. Also drück uns die Daumen, dass alles gut funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn wir nach Lesotho fahren. Lass doch ein Gefällt mir da und auch ein Abonnement, dann verpasst du keine Folge und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss, Servus und Baba!